Hallo, mein Name ist Christian Kritti. Ich studiere am IMK, dem Institut für Marketing und Kommunikation, und schreibe derzeit meine Diplomthesis. In dieser befasse ich mich mit dem Thema des Employer Branding. Um dieses Thema näher zu bringen, habe ich mir eine kleine Geschichte ausgedacht. Das ist Ben. Ben hat ein Unternehmen und zudem ein großes Problem, denn Ben kann seine zu vergebenen Ausbildungsplätze nicht besetzen. Also überlegt Ben, wie er als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden kann. Da kommt ihm der Gedanke des Employer Branding. Doch wie funktioniert das? Und was genau ist überhaupt Employer Branding? Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. So wie Ben geht es auch vielen anderen Unternehmen. Aber das muss nicht so sein. Denn mit Hilfe des Employer Branding kann der Ausbildungsproblematik adäquat entgegengewirkt werden. Dies hat zur Folge, dass Ben und seine Azubis glücklich sind. Und wer glücklich ist, sorgt auch für ein attraktiveres Arbeitsumfeld. Schlussendlich hat Ben erkannt, dass die Antwort auf die Frage der Ausbildungsproblematik Employer Branding lauten muss.